Samstag, 27. Oktober, Halbschwergewicht, EM-Titelkampf und Stahlduell. Müssen wir euch mehr aufzählen, um die Brisanz des Kampfes Dominik Bösel gegen Enrico Kölling zu verdeutlichen? Ich denke nicht. Also, kommen wir doch direkt zum Punkt. Wer hat am Ende dieses Fights die Nase vorne? Hier ist unsere Analyse. Erfahrung. 2007 gab es diese Kampfpaarung bereits bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Mittelgewicht. Damals siegte Kölling. Doch ist das auch ein gutes Omen für den Fight am Samstag? Auf jeden Fall kann Kölling eine beachtliche Amateurkarriere vorweisen, in der er national, aber auch international zu überzeugen wusste. Zum Beispiel stand er bei Olympia 2012 im Achtelfinale und gewann als Profi den Junioren-WM-Titel der WBO. Dominik Bösel hingegen hat ein Quäntchen weniger Erfahrung vorzuweisen. Zwar errang er bisher bereits die Interconti-Meisterschaften der WBA, IBF und WBO sowie den altehrwürdigen EM-Titel, allerdings hat Kölling in puncto Erfahrung noch die Nase vorne. Kampfstil. Leistungssport und Diabetes? Das klappt. Bestes Beispiel dafür ist Enrico Kölling, der als Pressure-Fighter gilt, welcher den Rückwärtsgang scheinbar nicht ab Werk mit eingebaut bekam. Hinter einer kompakten Doppeldeckung treibt der ehemalige Sportsoldat seine Gegner gerne vor sich her und arbeitet sehr gut mit der Führhand zum Kopf und zum Körper. Dabei sind die linken Kopf- und Leberhaken seine Spezialität. Er setzt seine Gegner zwar permanent unter Druck, allerdings lässt er auch oft ein entscheidendes Nachsetzen nach guten Treffern seinerseits vermissen. Doch daran wird bereits im Higgins Gym gefeilt, mit einem klaren Ziel. Kölling soll mit seinem Bums zur K.O.-Maschine ausgebildet werden. Im Gegensatz dazu ist Bösel eher der Typ Rein-Raus-Boxer. Ausgezeichnete Beinarbeit und eine sehr variable Führhand zeichnen den Mann aus, der boxerisch ein wenig weiter ausgebildet scheint als sein Kontrahent. Deshalb sehen wir in dieser Kategorie den Rein-Raus-Boxer Bösel vorne. Ausdauer. Beide Boxer kennen die Distanz von 12 Runden, mussten sie doch in ihrer bisherigen Karriere häufig über die volle Distanz gehen. Auffällig ist nur, dass Bösel oftmals zum Ende des Kampfes die Puste ausgeht. Kann er das in diesem Kampf allerdings durch seine flinken Beine kompensieren und überpaced er nicht, so sehen wir ihn in dieser Kategorie mindestens gleichauf mit Kölling. Taktik. Eins ist klar. Die Power, um Kölling vorzeitig zu Boden zu bekommen, hat Bösel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Somit bleibt ihm nur noch das positive Punkturteil, um den Kampf für sich zu entscheiden. Doch wie kommt er dorthin? Ganz klar. Er muss mit Einzelhänden oder schnellen 1-2-Kombinationen in den Kampf gehen, um seinen Gegner dauerhaft zu ärgern. Kölling hingegen muss früh in die Halb- und Nahdistanz kommen und so das Risiko eingehen, selbst getroffen zu werden. Schafft er das, so könnte Bösel mit schmerzverzerrtem Gesicht den Ring verlassen. Die Power, um Bösel im Ring weh zu tun und ihn zu Boden zu bringen, besitzt Kölling allemal. Fazit. Ihr dürft euch ohne Frage auf einen spannenden Fight freuen, da beide Boxer durch ihre Ringintelligenz in der Lage dazu sind, mit ihrem jeweiligen Fightplan erfolgreich zu sein. Als Prognose steht allerdings auf unserem Zettel, dass sich Kölling am Ende wahrscheinlich durch K.O. den EM-Titel sichern wird. Allerdings nur, wenn er zielstrebig dem taktischen Konzept seines Trainers folgt. So, und jetzt wie immer, ihr kennt es bereits, packt gerne eure Meinungen und Kommentare in die Kommentarbox hier unter dem Video und lasst uns ein Like da, wenn ihr schon dabei seid. Macht's gut!